Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Way of the Hunter. Da sind wir wieder am Start hier, immer noch natürlich Matariki Park, Neuseeland unterwegs. Und wir gucken heute hier, was wir so finden, abseits von unserem Rotisch, den wir natürlich noch haben, und den Albino-Weißwedel. Aber die müssen wir weiter noch ein bisschen wachsen lassen. Rothirsch gerade ins ausgewachsene Alter gegangen und der Albino-Weißwedel ist noch ein junger Hirsch. Sprich, nichts für mich. Und wenn man in die Enzyklopädie schaut, da kann man auch sehen, wie alt die Tiere werden und wie alt die in den entsprechenden Stufen sind. Beim Rothirsch sehen wir hier, ausgewachsen ist er von 9 bis 12 Jahren. Also ist er gerade 9 Jahre alt, 3 Ingame-Tage entsprechen einem Jahr. Und wir haben jetzt gerade den ersten Tag sozusagen, also das erste Jahresdrittel des 9. Jahres, wo er da ausgewachsen ist. Deshalb haben wir da noch einiges an Zeit zu schießen. Bis wir ihn schießen müssen. So ist richtig. Aber den können wir schießen. Das ist ein ausgewachsener Einser. Da spielt es auch ehrlich gesagt wenig Rolle, wie alt der hier jetzt ist. Denn als Einser ausgewachsen wird der sicherlich keine allzu gute Wertung haben. Und damit hier schon mal für den Samba-Bestand ein guter Abschuss. Denn der dürfte sehr, sehr gering sein in der Genetik. Wir befinden uns heute hier im ganz südlichen Grasland. Ihr seht schon, hier kommt schon die Kartengrenze, denn wir sind hier wirklich ganz, ganz im Süden. Aber ja, den kleinen Samba, den werden wir uns natürlich hier noch holen. Und dann gehen wir mal gucken, was wir noch finden. Ich weiß, dass wir hier auf jeden Fall auch Rothirsche hatten. Auch eine ziemlich gute Gruppe eigentlich, aus denen wir gleich rausgeschossen haben. Ich weiß gar nicht, ob ich im Stream gemacht habe oder im Video, ich glaube sogar im Livestream tatsächlich, haben wir die bejagt. Mal gucken, ob wir die heute irgendwo finden, ne? Denn die waren so ein bisschen schon an der Grenze zum Bergbereich, der da hinten Richtung Westen beginnt. Aber erstmal müssen wir hier weiter auf der Fährte draufbleiben, die wir hier noch vor uns haben, nämlich die des Samba-Hirsches. Dürfen wir jetzt hier nicht verlieren, aber das sollten wir schon hinkriegen. Ist echt noch weit gelaufen, dafür, dass ich die mit der 300er geschossen habe. Boah. Bin gespannt, was wir da getroffen haben. Also Lungentreffer sollte ja klar sein, sonst wäre hier nicht in rosa verfärbten Blut unterwegs. Aber dafür ist echt noch eine ganz schöne Weite schräg gelaufen. Also bin ich echt schon richtig lange den am Verfolgen. Aber eigentlich müsste es doppelter Lungentreffer gewesen sein, oder? Hab den jetzt nicht so schlecht gesehen. Den Schuss und da vorne ist er dann auch verendet, der Gute. Ich meine, hier die Strecke markiert, da können wir mal kurz gucken. Ja, schon 250 Meter Luftstrecke. Ist nicht ganz ohne für die 300er. Sehen wir hier den Schuss. Ja, ein bisschen weit hinten, dadurch den linken Lungenflügel nicht mehr so richtig getroffen. Wir sehen es hier, nur noch viel Aufpilzung, aber wenig direkter Treffer und rechter Lungenflügel dann auch so ein bisschen so zur Hälfte. Aber wir sehen es hier, 49%, sogar unter 50%. Also auch wieder ein richtig guter Samba-Abschuss. Und hier direkt Losung von noch einem Samba-Hirsch. Und die sogar relativ frisch. Das ist die Frage, ob es von dem selbst ist. Aber vor allem sehen wir da oben auch erstmal Schweine, wilde Schweine, um genau zu sein. Nicht zu verwechseln mit den Wildschweinen, die es hier ebenfalls gibt. Wir sehen einen erwachsenen Einser, noch einen erwachsenen Einser. Und eine Menge Busch im Gesicht. Aber ja, ein ausgewachsenes Weibchen, junger Keiler, es sind mehr Männchen drin, oder? Zwei Einser, ein Junger, warte mal, da ist auch noch eins, oder drei, drei wahrscheinlich die Gruppe, ne? Drei, drei, dann würde ich fast sagen, dass wir vielleicht einen der Erwachsenen schießen, um da nur zwei Keiler zu haben und den Rest die Weibchen da überlassen. So, nur gucken, welcher davon die Keiler sind. Ich glaube, der hier und der dürfte ein Keiler sein. Auch 250 Meter, schon relativ weite Schussdistanz. Aber der hier zieht runter, vielleicht ziehen die anderen dann auch nach. Ich glaube, das da hinten müsste der Junge sein, der jetzt reinzieht. Aber so richtig geben die mir hier kein Schussfeld.
Aber er gibt mir den Lungentreffer. Ist natürlich immer mit bisschen Risiko behaftet, jetzt einfach einen zu schießen, ohne zu wissen, wie gut die letztendlich wirklich sind. Aber ja, ich habe meine Herden ganz gerne so, dass wir da ein bisschen mehr Weibchen drin haben und nicht ganz so viel Männchen. Im besten Fall natürlich nur die starken Männchen. Aber da war jetzt hier ein bisschen risky. Dafür haben wir da unten noch einen Weißwedel irgendwo. Den sehe ich jetzt hier noch nicht, weil er in dieser Senke drin steht. Heißt, wir holen uns erst hier unser erlegtes Schwein und gucken dann vielleicht mal, dass wir vorne auf diesen Hügel kommen und wir dann eine bessere Sicht haben, die ins Tal unten geht. Können wir hier schon mal die Hanglage vielleicht auch absuchen. Denn ich glaube irgendwo hier, ja da hinten an diesem Felsbereich. Aber in dem Bereich da vorne hatten wir letztes Mal eben die Rothirsche. Keine Ahnung, was die jetzt halt für eine Zeit haben. Hier haben wir das Fraßgebiet der Wildschweine. Eben hier schauen. Ja, Treffer hat auf jeden Fall gesessen. Ist dann hier allerdings auch ein bisschen nach hinten weg. Hoffen wir nur, dass der nicht so weit weg ist wie der Samba gerade. Ich wollte aber gerade erst den holen, weil hier müssen wir jetzt erstmal die Schweißfeder wieder finden. Wo auch immer die ist, denn ich sehe hier gar nicht weitergehen. Da hinten ist noch eine Gams, die wir hören. Aber wo hat das Wildschwein hier seinen Weg fortgesetzt? Das ist eine gute Frage. Wir haben die Pferde hier, aber da vorne auch schon wieder vor allem eine Geräuschstation, so 120 Meter. Könnten natürlich die anderen Schweine sein, die ebenfalls in die Richtung unterwegs waren. Dann müssten wir sie hier aber gleich auch sehen. In der Baum da ist 96 Meter. Also eigentlich habe ich eine ganz gute Sicht. Aber ist noch irgendwas hier vorne. Boah, aber sehr, sehr nah. Ja. Da sind die Schweine, aber das ist ja... Oh, Sickerhirsch, zweier Erwachsene, da sind noch Sickerhirsche. Ausgewachsenes Weibchen, daneben sehen wir noch einen. Auch ein ausgewachsenes Weibchen und ein erwachsenes Weibchen. Aber vor allen Dingen auch einen zweier männlichen, den möchte ich eigentlich ungern schießen. Weil die Gruppe, glaube ich, eher so aufgeteilt ist, dass wir da mehrere Weibchen haben. Ja, da ist noch ein junger männlicher drin und halt ein erwachsener Zweier. Drei Weibchen, zwei Männchen... Die können wir eigentlich so weit stehen lassen. Und das andere waren hier die Schweine. Die sollten mir auch in dem Fall erstmal egal sein. Denn da haben wir ja gerade dann schon unser Abschussschwein raus erlegt. Ich gucke mal gerade dem Hang da ab, weil da, wie gesagt, oh ja, da sind sie. Die Rothirsche. Die markieren wir uns mal, damit wir ungefähr wissen, wo die da langziehen. Aber wir sehen, hier vorne liegt vor allen Dingen unser Schwein dann auch. Dass wir eben aufsammeln können. Und hier sehen wir die anderen aus der Gruppe, die wir da ebenfalls noch hatten. Gucken wir, was wir geschossen haben. Wie viel Prozent. Der Schuss hat gesessen. Leber noch erwischt. Aber vor allen Dingen auch den linken Lungenflügel. Und der 11%. Alter, ist ja perfekt. Also besser geht's ja gar nicht. Da haben wir genau den richtigen geschossen. Auf jeden Fall einen sehr, sehr schwachen Keiler. Und neben den Rothirschen da hinten sehen wir aber da auch noch eine Gruppe von Tieren. Boah, da kenne ich gar nicht, was das ist. Das ist das Himalaya-Tier oder sind das Wapitis? Von der Färbung her? Von der Färbung her eher Wapitis. Kein Himalaya-Tier, aber ich sehe da hinter den Bäumen nicht so richtig rein. Keine Geweihe. Dementsprechend schwer zu identifizieren. Die Himalaya-Tier sind es auf jeden Fall nicht. Die würden wir am Fell ganz gut erkennen können. Aber da zieht was rein. Ne, Wildziegen sind es tatsächlich. Da haben wir doch schon den Code geknackt. Auch hier unterhalb der Rothirsche scheint noch was zu stehen. Ja, wir kriegen hier eine Geräuschuntersuchung, die wir eigentlich auch sehen müssten. Ja, noch nicht so ganz. Ah ja, da haben wir so Gämse tatsächlich, die wir da haben. Und auch mehrere, wie es aussieht. Eine junge Einser, ausgewachsene weibliche Gams. Da war noch eine erwachsene weibliche, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Mal gucken, ein bisschen versteckt da alle. Erwachsene weibliche, das ist die junge, das ist die erwachsene weibliche, noch eine erwachsene Einser, männliche. Okay, da noch eine erwachsene weibliche und da eine ausgewachsene. Ich würde fast dazu neigen, die ausgewachsene rauszunehmen. Dann haben wir da immer noch, glaube ich, genug weibliche, aber auch
männliche drin. 200 Meter, gute Distanz. Oh, bisschen weit hinten abgekommen, aber Schuss müsste trotzdem sitzen. Die Ziegen springen ab, die Rothirsche, die sehen mich da nur. Aber ich glaube, da will ich auch gar nicht so viel machen, denn da sehen wir schon, dass die Rothirsche da relativ jung noch sind. Also es ist kein Riese bei. Dementsprechend sind es überhaupt Rothirsche, sind Wapitis, oder? Wapitis sehe ich jetzt erst. Das ist gar nicht die Rothirschgruppe, habe ich vom Weiten falsch gesehen. Die kann man jetzt schon mal tatsächlich gut miteinander verwechseln. Die beiden Arten, gerade auf den weiten Distanzen und dann auch nur mit dieser Achtfachvergrößerung hier. Ja, dann echt immer nicht so leicht zu erkennen, aber der dann sieht actually gar nicht so schlecht aus. Also das ist der hier. Da müssen wir dann doch nochmal näher ran und schauen, ob wir die spotten können. Wenn ich aber jetzt hier zu weit nach unten ins Tal gehe, habe ich natürlich keine Sicht auf die, ne? Ja, aber es ist nicht mehr allzu weit, dass wir da Informationen kriegen. Vielleicht geht's, wenn ich den Hang hier ein bisschen runtergehe. Auf 280 sind wir dran. Dementsprechend müsste da jetzt eigentlich gleich der Informationsfluss fließen. Ja, da sehen wir auch schon, erwachsener Einser ist da. Ja, hier sieht aber ausgewachsen aus, der hintere. Ist aber auch nur ein erwachsener Einser. Und er da ganz hinten, den können wir noch nicht spotten. Ne? Das war der andere, glaube ich, den wir uns noch angucken wollten. Ansonsten können wir versuchen, die halt zu callen. Aber ich weiß nicht, ob wir die aus 270 Meter da noch callen können. Oder ob es vielleicht dann auch schon zu weit ist. Ja, müsste jetzt gleich. Ja, ausgewachsener Zweier. Okay, dann nehmen wir den raus, würde ich sagen. Der ist nämlich nicht allzu groß im besten Fall. So, dass wir da einen guten Schuss draufkriegen sollten. Ja, nimmt den Kopf runter. Damit auf jeden Fall ein guter Treffer. Dann kann die andere Gruppe da von dannen ziehen. Und wir gucken jetzt erstmal, dass wir die weibliche Gams finden. Anschuss und Schweiß, das sieht auf jeden Fall gut aus. Mittlere Menge Blut. War natürlich auch mit der kleineren Waffe geschossen. Also wird ein bisschen gelaufen sein, aber allzu weit dürfte die nicht gekommen sein. So, dass wir die trotzdem hier irgendwo liegen haben. Wir müssen eh in die Richtung da. Also die geht schon ganz gut und ich glaube da vorne... Ne, liegt sie nicht. Das ist nur irgendein Grasbüschel. Sah so aus, aber liegt schon hier weiter vorne, oder? Ist die das hier? Ja, hier liegt sie nämlich schon. Da sehen wir den Schuss. Ja, wie befürchtet, ein bisschen weit hinten abgekommen. Voller Lebertreffer, linker Lungenflügel noch ein bisschen. Also da habe ich schon ganz richtig gesehen. Und hier ausgewachsene weibliche, logischerweise. Keine genetische Wertung. Sind das die Wapitis, die wir da hinten beschossen haben? Hier rübergezogen. Das ist eine andere Gruppe. Ist auch nicht allzu weit weg. Ja, da sehen wir ihn auch. Das ist ein Einzelner, auch ein ausgewachsener Zweier. Dann nehme ich den auch mit raus, würde ich sagen. Weiß nicht, wo der jetzt herkommt. Scheint aber nicht zu der Gruppe zu gehören. Also nehmen wir den. Wenn der mal nicht im Herzen war. Oh, scheint aber ein bisschen zu ziehen, auf jeden Fall. Okay, wir gucken uns erst den linken an, dann den rechten. Beides ausgewachsene Bayer. Hier sehen wir auch schon die Schweißfährte und hier vor allen Dingen erstmal das Gebiet mitnehmen, denn das kann ja nicht schaden. Da hinten knackt was, dürfen wahrscheinlich die Wapitis sein, die wir schon bejagt haben, denn der hier zieht in dieselbe Richtung. Einmal hinter den Hügel hier. Aber müssen wir ja gleich auch dann sehen können. Haben sich da unten in die Büsche schon eingestellt. Ne, es sind wild, oh, eine ausgewachsene Einsatzziege. Aber dahinter auch die Wapitis zu sehen. Aber die ausgewachsene Einsatzziege, die lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Denn die können wir sehr gut hier mitnehmen. Da sehen wir noch die Gämse, glaube ich, abspringen. Also alle Tiere, die wir hier bejagt haben, haben sich hier sozusagen versammelt. In dem Gebiet. Oh, ich muss mir die Ziege vielleicht einmal kurz markieren. Weil ich sehe jetzt schon wieder, dass ich Probleme haben werde, die zu finden, ne? Habe ich die denn geschossen? Da. Ich dachte, wir da gleich wieder vorbeirennen. Unser Pitti liegt aber auch hier am Felsen direkt. Was wir den auch haben. Ich glaube, die Rothirsche hatten wir hier in dem Tal. Da hatten wir die Rothirsche. Und die waren dann hier bis zu diesem Felsen hochgezogen. Aber da sehe ich jetzt nichts von. Gucken wir erstmal, was der 2 hier auf die Waage bringt. Der hat 51%. Das ist auch okay. Nicht allzu groß. Hat einen guten doppelten Lungentreffer bekommen, voll drauf.
Und die Ziege hier, die müsste wahrscheinlich noch geringer sein, eine Einsatzziege, ist ja wohl richtig schlecht. Ausgewachsene Einser, Hauptschader getroffen, aber vor allen Dingen auch die Lungen. Und hier eine 14% auch, ey, sowohl das Wildschwein heute mit 11% als auch die Ziege mit 14%, eigentlich richtig, richtig starke Abschüsse. Und den Wapiti sehen wir zum Glück so da liegen, da brauchen wir gar nichts nachsuchen, denn er ist hier an dem gegenüber den Hang dann auch passenderweise für uns verendet. Das ist doch sehr gut. Dann schnappen wir uns den natürlich und gucken, wie der scored. 51% war okay. Um die 50% kann man immer gut schießen eigentlich. Weil er hier hat auch doppelter Lungentreffer natürlich und hat 63, okay, ein bisschen höher. Das ist ungefähr mal das Durchschnittsrothirschgröße, die wir hier haben auf der Karte. Da haben wir meistens so Hirsche, die wir auch so um die 60% schießen, weil wir da schon ganz gut reguliert haben. Und da hinten in weiter Ferne sehen wir noch was, aber für uns erstmal nicht so relevant. Denn jetzt beginnt hier der Bergbereich und damit sind wir quasi durch die Graslandschaft hier im Süden durch und haben auf jeden Fall ein paar gute Abschüsse getätigt. Deshalb würde ich sagen, können wir hier erstmal die Folge abschließen, Haken hintersetzen und dann nächstes Mal woanders weitermachen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.